Ja, hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine Daily Challenge. Heute haben wir Blistering Sands vor uns, nicht lebende Türme auf Death Valley Easy mit 1000 Startkapital. Na, das klingt doch spannend, das klingt doch gut. Da haben wir Lust, das macht uns Mut. So, den setzen wir dahin und den anderen setzen wir, wo ist der am besten? Ich denke mal, hier ist der am besten, ne? Mach mal, so, ne? Voll in die Ecke, oder wie machen wir das? Machen wir einfach so, machen wir das jetzt so, fertig hier und hopp und zack und, ne? Ein auf diesen hier. Nochmal einen auf diesen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um hier die Seite, weil das die Seite ist, die den kürzesten Weg hat. Hier können wir zur Not immer nochmal mit Nägeln ganz gut reagieren, wenn denn da was sein sollte. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken. Da ist auch schon was. Das bleibt aber nicht aus auf Dauer, weil der hier noch relativ langsam ist. Das wird sich jetzt hoffentlich mit der Zeit dann legen, dass wir den auch so ein bisschen aufrüsten können. Ja, und dann müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir beide erstmal auf die Stufe gebracht. Ich bin gerade am Überlegen, gehen wir jetzt einfach nur eine Stufe weiter noch oder machen wir da noch einen zweiten hin jeweils. Ich denke mal aber gleich auch die etwas schnelleren kommen werden, dass wir einfach auf einen zweiten noch umschwenken. Und so einen zweiten Notstopper-Bremsen-Dings-Typ hier noch davor setzen. Das dürfte so ein bisschen den Speed dann rausnehmen. Der sitzt zwar irgendwie scheiße, da habe ich gerade das Gefühl. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich denke mal, da werden wir jetzt gleich erstmal gucken müssen, dass wir den noch ein bisschen aufmotzen. Na, da ist mir gerade die Maus abgehauen, sowas aber auch. Passiert euch das eigentlich auch schon mal, dass eure Maus einfach mal so zack zur Seite? Ich denke mal, das liegt am Laser, vielleicht irgendwie gerade ein Haar da drunter oder so, aber schwupp, weg war sie. Das ist natürlich schlecht, wenn es gerade in einer spannenden Situation in irgendeinem Spiel wäre. Aber so, oh, ich sag mal, einmal in 3 Tagen passiert mir das schon mal, dass meine Maus dann schon mal auf einmal die Bildschirmseite wechselt. Ansonsten funktioniert die aber eigentlich ganz gut. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht unbedingt ein Fehler ist, sondern vielleicht nur irgendwo der Laser gerade mal abgelenkt worden ist. So, das sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Jetzt können wir den mal aufrüsten, damit er hier wirklich mal hier so ein bisschen die komplette Region abfängt. Und dann dürfte das schon ganz gut gehen. Jetzt ist uns oben einer abgehauen, aber klar, hier unten haben wir natürlich jetzt wesentlich mehr als dort oben. Und ich denke mal, das werden wir jetzt so Stück für Stück in Angriff nehmen. Ich weiß gar nicht, also wir haben hier Bananenfarmen zur Auswahl. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt unbedingt braucht oder nicht. Ich werde vielleicht gleich mal eine zwischendurch bauen. Weil es kann sein, dass wir hier auf der Strecke natürlich extrem Geld brauchen, dadurch, dass wir 2 Seiten zu verteidigen haben. Das ist bei The Castle ja auch ähnlich, nicht ganz so, aber ähnlich. Und da war eigentlich Geld immer ganz gut. Aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht, was, wo, wie. Also jetzt, das hier klappt es schon mal besser auch. Hier unten klappt es auch ganz gut, denke ich. Muss man jetzt halt noch alles. Oh, da waren jetzt aber schon ein paar bei, die schon richtig flott unterwegs waren. Da sollte ich vielleicht nicht immer ganz so auf schnell laufen lassen. Nicht, dass uns da mal jemand abhaut. Von den bösen Bübchen. Na, schauen wir mal. Weil gerade diese pinken und gelben, die sind natürlich sehr schnell. Der ist jetzt hier. Da hat sich auch einer durchgemogelt und ja. So, und da kommen jetzt ein paar gelbe gerade. Die haben wir aber auch hier ganz gut weggekriegt. Hier oben, ja gut, da hätten wir nochmal Nägel liegen gehabt. Dann rüsten wir den jetzt nochmal auf. Ja, und ich denke mal, wir können ja jetzt einfach mal gucken, dass wir wirklich mal ein bisschen Geld wegtun für so eine Bananenfarm. Und dann als nächstes uns die Bomb Tower vornehmen, denn wir werden über kurz oder lang ja auch die Bomb Tower brauchen. Ah, die ist teurer wie die Spike. Oh, die Spike Factory ist aber auf Easy sehr günstig. Ja, das hätte ich mal wissen sollen. Dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders gespielt. Aber nun ja, das kann man immer noch alles ändern. Aber wie gesagt, jetzt erstmal eine Bananenfarm. Boah, da sind jetzt hier aber hier, ja, tut mir leid, da sind jetzt gerade hier schneller abgehauen, als ich gucken könnte.
Das könnt ihr dann natürlich, wenn ihr es spielt, anders machen. Ich habe jetzt einfach voll gepennt und mal wieder zu schnell auf schnell gestellt. Aber dafür nehme ich jetzt nicht unbedingt ein neues Video auf, nur damit dann hier der eine Ballon da mal nicht durchkommt. Ich mache jetzt einfach die Challenge zu Ende. Und ich denke mal, das ist für alle Seiten dann okay. Also hier kommt gerade doch eine Menge durch. Das hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Ich hatte geglaubt, die sind effektiver. Aber gut, kann sein, wenn man die nachher auf die andere Stufe stellt, noch ein bisschen größer stellt. So, jetzt haben wir aber hier mal, ne? Jetzt kann ich hier einfach mal die Spike Factory einsetzen, weil die ist ja auch ganz gut zur Verteidigung. Die wird uns ein bisschen Geld einsparen. Hallo? Die reagiert aber doch sehr langsam. Also, es spielen doch so oft so gerne Leute mit so einer Spike Factory. Und gerade in dem Level hier sieht man das doch eigentlich immer ganz gerne irgendwo bei YouTube und so. Nun ja, dann sind mir halt noch ein paar mehr abgehauen. Das hat jetzt keiner mitgekriegt und ne, ja. So, wir brauchen aber jetzt erstmal mal ein bisschen Geld, um das Ding auszurüsten. Und vor allem sollte ich jetzt erstmal gucken, wie ich eben schon angesprochen habe, hier so ein Kanonending hinzusetzen, so, ne? Denn wir haben ja das Problem, dass gleich diese gepanzerten Ballons kommen. Und da wir nichts anderes haben wie die Bomb Tower, werden wir die dafür einsetzen müssen. Zwangsläufig. Was aber wahrscheinlich auch nicht verkehrt ist, denn die sind eigentlich ganz gut. Ach, die Runde war noch nicht zu Ende. Puh. Stopp, erstmal oben absichern hier, bevor ich jetzt den Dings hinsetze. Da werden wir zwei noch mal brauchen. So, und jetzt können wir aber hier auch mal den Bomb Tower hinsetzen. Den setze ich jetzt mal pratsch dahin. Und jetzt müssen wir mal gucken. Dass wir hier noch ein bisschen Geld zusammen haben. Ach so, das ist diese alle Farben nacheinander rein Runde hier. So, jetzt machen wir hier mal den Baum oder was aus. Jetzt kommen schon die gepanzerten, daraus kommen dann wieder die schwarzen und bunten und ja, wie man es halt kennt. Aber das scheint ganz gut zu klappen. Jetzt verlieren wir kein Leben. Das freut mich sehr. Den können wir auch nochmal aufrüsten. So, dann brauchen wir uns nämlich jetzt, glaube ich, erstmal nur um oben die Strecke kümmern, was da so passiert. Hier unten scheint jetzt erstmal soweit abgesichert zu sein. Machen wir mal den Bomb Tower erstmal ein bisschen effektiver. Wow, wow, wow. Da kommt jetzt aber schon einiges, aber die scheint jetzt ganz gut zu funktionieren hier. So, wir haben Runde 31. Von der 31, ja, wir sollten noch mal ein bisschen Geld haben. Aber auch allzu viel werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Das Wichtige ist halt, wie gesagt, dass wir gucken, dass wir die Schiffe so schnell wie möglich effektiv kaputt kriegen. Was natürlich eine Option ist, muss man ganz klar sagen, wenn man den ausbaut. Denn so eine Spy Factory ist natürlich auf höheren Stufen sehr effektiv. Und kann auch so ein blaues Schiff mal in die Knie zwingen. Ach so, jetzt weiß ich wieder, wir haben keine, haben wir keine, haben wir nicht dagegen, haben wir nicht, nee. Naja gut, dann machen wir hier ein paar Nägelchen hin und dann passt halt auch schon. Ich weiß gar nicht, wie viele gelbe Ballons kommen da, jetzt keiner mehr, gut. Dann hätten wir nicht ganz so viele Nägel setzen müssen. Aber erstmal wichtig, dass wir alles packen und der Rest kommt dann von ganz alleine. So, jetzt können wir uns eigentlich mal ein bisschen Geld zusammensparen, damit wir oben auch so eine Spike Factory noch hinsetzen können. Denn es werden gleich noch eine Menge Nägel auf uns zukommen. Und da werden mit Sicherheit immer mal, habe ich gerade gesagt, Nägel auf uns zukommen. Ich weiß gar nicht, muss ich gleich mal reinhören, wenn ich das Video angucke. Es werden auf jeden Fall noch eine Menge Ballons gleich auf uns zukommen. Und da ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn wir da oben eine Spike Factory sitzen haben, die vielleicht auch schon ein bisschen ausgebauter ist. Deswegen werde ich da jetzt mal ein bisschen Geld reinpumpen, damit das Ganze hier ein bisschen vernünftig vonstatten geht. So, Runde 37 schon, okay. Also wir nähern uns definitiv dem Schiff, also dem Luftschiff, sprich Zeppelin. Den nochmal einmal aufrüsten. So, jetzt sieht das eigentlich schon ganz gut aus, denke ich. Jetzt machen wir uns hier unten nochmal an die Kanone ran, dass die ein bisschen effektiver wird.
Ja, das war auch jetzt so, ne? Genau das richtige Timing für ein Update, habe ich gerade so mal feststellen müssen. Nämlich genau die falsche Stelle eigentlich. Aber das passiert. Geht die Welt auch nicht von unter. So. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld zusammen. Den können wir nochmal aufrüsten. So, und dann werden wir jetzt, glaube ich, gleich nochmal ein paar von den Bombtowern dazwischen mogeln. Oder uns hier mal dran machen, den auszubauen, falls mal das Schiff gleich kommt. Sieht ja schon lustig aus hier, so das ganz Schwarze. Oh, den können wir jetzt auch schon aufrüsten, das ist natürlich gut. So, dann haben wir da jetzt schon mal eine ziemlich gute Verteidigung, will ich mal behaupten. Müssen wir uns nur um oben kümmern. So. Also das Zusammenspiel hier klappt schon mal soweit ganz gut. Oben hat auch gepasst. Wunderbar. Da müssen wir jetzt mal gucken. So könnte man das Schiff, denke ich mal, eventuell besiegt kriegen. Ich weiß noch nicht, ob der schnell genug von den Dingern auf die Strecke bringt, bevor das Schiff da ist. Das wäre natürlich noch so eine andere Sache. Das heißt, ich werde auf Dauer doch nochmal gucken, dass wenn wir jetzt hier das aufgerüstet haben, dass wir jetzt die nächsten Runden das Geld, was jetzt reinkommt, nochmal nutzen, um hier vorne so ein bisschen Anti-Schiff-Zubehör aufzubauen. Und ja, dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Das heißt, Anti-Schiff-Zubehör, erstmal hier kanonentechnisch ein bisschen was dazwischen mogeln. Was auch gar nicht verkehrt ist, wenn ich sehe, was da jetzt an Ballons sich hier. Boah, dann machen wir mal hier ein paar Nägel nochmal zusätzlich hin. Also oben, die hat länger Zeit. Die kommt mit dem Ansturm ganz gut klar. Unten, die hatte jetzt nicht so viel Zeit. Ja, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch ein paar Runden. Nicht mehr allzu viele, aber ein bisschen aufrüsten sollten wir hier noch. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das Ganze abgeht. Aber ich denke mal, dass wir die Challenge eigentlich gut schaffen, auch wenn wir jetzt schon mal 7 Leben verloren haben. Der Rest wird schon noch funktionieren, denke ich, hoffe ich. Versuche ich, wie auch immer. So, hier setzen wir auch nochmal einen zweiten Turm dann hin. Doppelt gemoppelt hält ja besser. Jetzt haben wir noch eine Runde, ein bisschen Geld zusammenzusparen und dann kommt auch schon das Schiff. Ich werde mal ein bisschen Geld wegtun für Nägel, für den Fall der Fälle, dass ich da irgendwie das Schiff doch nochmal mit Nägeln ein bisschen ramponieren muss. Werde aber hier auch einen ausbauen und hier ein bisschen. Denn so zwei von den Dingern, die dürften das schon gut anschwächen, damit hier die Spike Factories dann so ein Schiff ziemlich zusetzen können. Ist natürlich alles gerade relativ teuer und wie gesagt, ich möchte noch ein bisschen was zurückbehalten für Nägel eigentlich. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, was überbleibt nach der Runde. Oh, müsste hinkommen. So, wo kommt das Schiff? Hier unten. Mach mal ein paar Nägelchen da zusätzlich. So, da waren dann doch ein paar mehr Leben weg als gedacht. Also das reicht noch nicht, um so ein Schiff zu bekämpfen, was wir hier stehen haben. Eine Spike Factory alleine scheint auch zu langsam zu sein, was das angeht. Hallo, hier oben ist auch gerade so, ne? Aber wenn die Spike Factory einmal läuft, dann läuft sie. Das sieht man ganz gut. Nur ist die noch nicht wirklich so effektiv, dass es passen würde. Das heißt, wir werden uns noch ein bisschen mehr ausrüsten müssen hier. Vor allem beidseitig. Denn wer weiß, wo die nächsten Schiffe langkommen. Ich meine, das Interessante ist eigentlich gleich nur das erste Schiff, was kommt in Runde 50. Das zweite, das wird so viel Zeit brauchen, dass hier genug von diesen Kanonenkugeln mit Dings da liegt, da mit den Spitzen. Von daher wird nur das erste interessant sein, wo das langkommt. Ich werde jetzt erstmal hier die Seite absichern und dann die andere. Ich hoffe mal, das funktioniert vom Geld her. Wenn nicht, haben wir ein bisschen Pech gehabt, aber ne, das ist dann so. Also ich denke mal, 4 Stück sollten aber gleich doch ein Schiff schon ein bisschen in die Mangel nehmen können. Ich hoffe es zumindest. Und ansonsten suche ich mir diesmal ein paar mehr Nägel weg. Und ja, da oben ist aber jetzt gerade hier, ne? Also, hallo hier, das ist ja hier, also peinlich, was ich hier an Ballons jetzt gerade verliere. Ich meine, die Daily Challenge, die werde ich jetzt schaffen, aber das hätte man auch anders haben können. Naja, wichtig ist, dass man sie schafft, ne?
Wie heißt es bei The Fast and the Furious? Egal, ob du mit einem Inch Vorsprung oder mit einer Meile Vorsprung gewinnst. Gewonnen ist gewonnen. Und so sehen wir das jetzt mal ganz sportlich. Und sagen uns einfach, hey, wir hatten mindestens einen Inch Vorsprung und wir haben gewonnen. So, fertig. Stopp, wir brauchen Nägel. Da unten kommt das Biest schon wieder. Also die waren diesmal effektiver, aber hier kommt schon wieder. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie zu langsam, was die Nägel angeht, glaube ich. Irgendwie ist das doch hier, ne? Na gut, gleich wie gesagt, das andere Schiff, das dürfte ziemlich gut auf so hier die Dinger treffen. Das kommt auch unten lang, da ist eh ein bisschen mehr Zeit. Dann sollte das eigentlich funktionieren. So, und damit haben wir das Level geschafft. Gut. Wie gesagt, man hätte es auch mit weniger Lebensverlust mit Sicherheit schaffen können, aber es war nun mal wie es ist und ja, kann auch daran liegen, dass es ein bisschen zu früh noch für mich heute Morgen ist und ich noch nicht ganz reagieren kann. Ich melde mich an dieser Stelle jetzt erstmal ab und ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play, beim nächsten, ja, einfach was ich so mal mache zwischendurch, wenn ich mal keine, ja, ich sag mal, die Zeit nicht unbedingt habe, das immer zu kommentieren. Da mache ich auch schon mal so eine Daily Challenge einfach ohne. Ich hoffe, ihr einfach, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und hinterlasst mir vielleicht einen netten Kommentar oder mal einen Daumen hoch oder so, wie ihr mögt. Nö, bis demnächst. Tschüss, tschüss.